Ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3. Was für eine schöne Gegend heute wieder. Es war Sumpfgebiet, aber trotzdem ziemlich hübsch. So, was machen wir denn heute? Ich würde sagen, bevor wir hier diese ganzen anderen Geschichten machen. Ja, das ist gut. Machen wir noch mal ein paar. Also, jetzt los. Hexeaufträge, würde ich sagen. Ne? Müssen wir da hin? Nach Greenfels. Okay. Ich muss jetzt nach. Wo ist denn hier Norden? Hier, nach Osten. So, ist mein Schätzchen. Komm. Los, lauf! So, jetzt ist wieder. Ah, das ist aber. Ah, hier ist Norden. Okay. Und los geht's. Wir müssen kurz zu einem. Wie nennt sich's? Wegweiser. Das Teil fliege ich halt. Hallo? Das Teil, damit ich reisen kann. Ist nicht hier? Nee. Einfach markieren nächstes Mal. Das ist alles kein Problem. Ja, was war das? Was ist denn das? Stein sieht aber komisch aus. Es ist sehr näher hier jetzt gerade. Geht mir gar nicht. Na. Gut. Dann schnell nach Greenfels. Natürlich könnte ich dem Baron jetzt auch Bescheid geben. Will ich das? Vielleicht kann ich das schon machen, ne? Also machen wir es so. Jetzt gebe ich erstmal. Jetzt hole ich mir erstmal den Auftrag. Dann gehen wir vielleicht zum Baron, wenn wir den wieder abgeben. So. Wer bist du? Hier. Chat. Chat. Grüß dich. Ja? Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erlegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Ups. Einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Ja, das zieht. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. Das hier kann ich wohl drauflegen. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Borsois Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Und wo ist dein Anwesen? Gib uns nicht die Kinder weg. Ah, du bist ein Witzbold. Ach, da ist dein Anwesen. Okay. Ja. Ach doch, nee, warte mal, guck mal, ob ich hier. Oh doch, ich muss Zeug verkaufen, aber dringend. Jetzt werfen wir das. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind. Nein, will ich nicht. Bock drauf. Zeig mir deine Waren.
So, was hat er denn? Oh, was ist das? Religion, das hast du von gelesen. Okay. Das heißt, er hat hier das was? Mal, bitteschön. Glaube ich das? Was haben wir noch? Also, das auf keinen Fall verkaufen. Blinder. Er hat kein Geld mehr. Prima. Leb wohl. Ich gehe jetzt hier eh zurück. So viel wird jetzt hier nicht passieren. Hoffe ich zumindest. Das heißt, wir machen den Auftrag und dann Baron. Jetzt mal mit den Augenzeugen sprechen. Ach, da ist wieder so Pack. Hey, komm. So. Dann können wir auch hier wieder einstellen, ist mir gerade so. Ach, ich dachte, ich bin schon da. Ups. Ich dachte, das ist schon sein Anwesen. Na komm, das geht, glaube ich, schneller. Plötze. Ist doch ein kleines Stückchen. Komm. Ja, noch gar nicht wahr. Ach. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Moment. Da ist nicht das Anwesen. Ach, verdammt. Nee, da gehe ich jetzt nicht zurück. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Blut. Monsterblut. Hier ist was. Ah, wo ist er denn? Komm, wo bist du? Komm, da schon, wo du bist. Ja, bei dir wird es stark sein. Was kann denn diese blöde... Hä? Sag mal, was machst du denn? Was kann denn dieser Kreischling? Was ist der Kreischling? Vampir nicht? Hä? Hab ich den noch gar nicht, oder was? Okay, hab ich noch gar nicht. Dann werden wir sehen. Das Geräusch kommt von da oben. Von da oben? Eine Gorgo. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Aha. Warte mal, mein Lieber. Jetzt will ich doch kurz gucken. Jetzt haben wir Kreischen. Akonoide. Also. Gorgos. Acht Kühe hatte ich, 5 davon Milchkühe. Dann kam diese Gorgo vorbei und jetzt habe ich nur noch ein paar Kuhfladen, die in der Sonne trocknen. Petro Bauer aus Pindal. Alberner Aberglaube besagt, dass Gorgos wie Basilisken nur mit ihrem Blick allein töten können. Das ist natürlich Unfug. Der Blick einer Gorgo ist nicht gefährlicher als der einer wütenden Gans. Vor ihrem scharfen Schnabel und den tödlichen Peitschenhieben mit dem langen Schwanz sollte man sich allerdings vorsehen.
Kreischlinge, das Monster, das die Leute in Greenfels terrorisierte, wies sich als besonders renitente Gorgo. Geralt war nicht überrascht, dass die Männer des Barons sie nicht hatten aufhalten können. Hatten sie doch keine Chance gegen die chirurgische Präzision der Hiebe gehabt, denen deren Folge waren allzu oft arterielle Blutungen, welche allenfalls noch durch einen Schwalbetrank gestillt werden konnten. Auch hatten die Männer weder gewusst, dass man Gorgos per Armbrustbombe oder Zeichen erzwingt, noch dass man ihren Hieben ausweicht, indem man sich unter einem ausgestreckten Flügel des Monsters rollt. Okay, was haben wir denn? Was brauche ich? Dragoninöl? Das rüsten wir doch mal aus. Das ist doch okay. Das können wir machen. Wenn ich's hab. Das waren sie ja noch nicht. Habe ich das? Da ist der Öl. Oh. Habe ich nicht, ja? Na, sowas aber auch. Ah, Sachen gibt's. Okay, Pech gehabt. Was mache ich jetzt mit dieser blöden Bombe? Werfe ich einfach da rum, oder was? Verdammt, es ist nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ich muss es aufspüren, bevor es entwischt. Raffiniertes Biest. War ich hier eigentlich? Das ist ja ein schlaues Ding. Ah, wen haben wir da? Da ist es. Diesmal wird es nicht entkommen. Nee. Glötze, beeil dich. Warte mal. Kann ich den vielleicht retten von hier aus? Ach, nicht die Bombe, du Trottel! Ja, das ist perfekt. Ja, du Mensch. Was du? Ach, da bist du. Nichts ausgemacht, das ist schlecht. Was war das? Jetzt stand irgendwas und ich hab's nicht lesen können. Shit. Wo ist er? Ich seh nicht. Da, trefft er. Nee, ist nicht so einfach. Ah, jetzt ist aber gut. Jetzt brennt er endlich. Sehr gut. Wir schaffen es. Kein Problem. So. Lieber Schatz. Was dann nur? Und dann können wir irgendwo einen schnellen Weg. War doch irgendwo. Hey! Wie bin ich denn damals hier raus? Das finde ich nicht mehr, ne? Weil hier müsste doch irgendwo einen geheimen Zugang geben. Das? Was macht denn dieses blöde Ding? Wechselt immer. Das muss doch hier gewesen sein. Das
Kurzfrist habe ich. Normal, aber nee, das ist nicht hoch genug. Dann fliegen wir schneller. Müsste hier irgendwo gewesen sein. Das sieht gut aus, oder? Ja, das sieht sehr gut aus. Was machst du denn, Geralt? Warum schwimmen wir durch? Hä? Warte mal. Wieso kann ich da jetzt nicht mehr durchschwimmen? Ich höre ernst, oder? Schwimmen kann ich auch durch das A-Zeichen machen. Ach komm. Genau, was ist das denn jetzt? Ist einfach zu. Na gut. Jetzt wir müssen einmal hier ums Karree. Das kann folgen. Nicht schön. So. Pferdeausdauer regeneriert sich automatisch, wenn man nur auf der Straße reitet. Kann das sein? Das ist komisch. Alter, was nervt mich das hier? Was spackt denn das gerade so komisch? Warum steige ich eigentlich vom Pferd? Ich hätte doch hier reinreiten können. Naja. So, mein Freund, ich hab hier was für dich. Grüß dich. Ja? Der Kreischling macht euch keinen Ärger mehr. Danke, Meister Hexer. Deine Belohnung. Viel ist es nicht. Aber wie sagt man? Wer den Pfennig nicht ehrt? Genau. Nö. Ich kenne den ja nicht. Danke. Wenn ihr wieder mal Probleme habt, denkt an mich. So übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. So. Dings, auf geht's. Komm schon, Plätze. Hopp, schneller. So, den verkauft man auch ein bisschen Zeugs. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Was willst du? Leute, nervt mich nicht. Wie kann ich helfen? Ich hätte gern. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Genau. So, was hast du denn Schönes? Können wir verkaufen. Oh, und ich muss dringend reparieren, das darf ich nicht vergessen. Bist du denn Schönes? Könnte auch mal hier das ein oder andere zerlegen. Zwar. Ach, ist ja. Das hier zum Beispiel. Ja, mach. Ist das auch zu lieben? Das ist doch gut schon mal. Was ist denn das? Nee, das auf keinen Fall. Das finde ich. Nicht zerlegen. Und das hier. Keller. Und weg damit. Auch nicht. Glaube ich sollte. Vielleicht nur diese Billigsachen zerlegen.
weil die bringen genau das, was auch die teuren Sachen. Sehe ich gerade, kann ich das zermelden? Den Armbrustdinger da. Jo, prima. So, gut. Haben wir das mal zerlegt? Jetzt tun wir noch komplett mal kurz reparieren. Okay. Der will immer sagen, ich spiele hier mit der scheiß Xbox. Nein. Oder mit dem Controller von der Xbox. Meine ich. Muss ich mal gucken, irgendwas stimmt hier nicht. Willst du einen... Ja, bin ich. Zeig mir, was du hast. Nilfgaardische Rüstung. Schon cool irgendwie, ne? Also, so viel bringt das auch wieder nicht. Die Pfeile lassen wir mal. Das nimmt ja nicht so viel Zeug weg. Und jetzt gucken wir mal beim Baron vorbei, würde ich sagen. Hm? Nein, ich kann nicht glauben, dass ich da wohl Konstanz Reste ranlässt. Und zwar keine zahnlose. Ich glaube, ich habe die Kräfte. Sag euch, wo die Beute ist. Bin gespannt, ob der begeistert ist. Ich glaube, ich schäme mich ab. So, wollte ich mal das gucken. Welche Stufe war das? 10? 10, ne? Warte ab. 11, ah. Oh, ups. Heute bin ich irgendwie verballert, merke ich. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Dieser Verfickte. Lieber Baron. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Das ist fair. Das macht man immer. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war.
Du bist also wirklich schuld. Darf ich nicht ausreden? Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Ups. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Nee, seine Schuld ist es nicht nur. Nee, das ist ein bisschen wüst. Offenbar verdient ihr euch. Ja, das sind ja blöde Antworten. Nee, sie ist auch nicht die Beste. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Deine Frau ist als Dienerin bei den Mumen. Was zum Henker meinst du? Was für Mumen? Hä? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen, aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie da nur gelandet? Sie sind nachts zu Ross geflohen, ritten am Wald vorbei, als ein Monster der Mumen sie angriff und Anna entführte. Ein Monster? Verflucht! Und Tamara, war sie verletzt? Nein. Den Göttern sei Dank dafür. Und was ist mit Annie geschehen? Das Monster hat sie in den Buckelsumpf verschleppt, sie aber nicht verletzt. Anna scheint es dort sogar zu gefallen. Zu gefallen? Was soll der Unfug, Hexer? Was zum Teufel treibt sie da im Sumpf? Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen.
Sie ging zu den Muhmen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Muhmen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Muhmen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Ah. Was tun? Kommt, scheiß drauf. Mach, was du willst, aber ohne mich. Es ist blanker Irrsinn, in den Sumpf zu warten und sich mit den Muhmen anzulegen. Was soll ich denn machen? Auf dem Arsch sitzen und auf sie warten? Ich nehme ein paar Männer mit und hole sie da raus. Ich habe dich gewarnt. Was du daraus machst, ist deine Sache. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Schauen, ob wir wieder mit Siri spielen können. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Ja, cool. Ich bin... Wieso bin ich vergiftet? Was ist denn das Mistviech? Okay. Kann ich auch irgendwie... Ich hab keinen... Ja, genau. Kannst du mal was auch irgendwie machen? Jetzt gut. Sehr gut. Wieso ist denn das umgekippt, das Mistding? Was? Kann ich laut sagen. Relativ uncool. Ich helfe dir. Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Komm doch schon. Hm?
Oh je. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Novigrad soll das nächste Ziel sein, ne? Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Ah, komm. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Kann einfach nicht Nein sagen. Was jetzt los? Was zum... Da bist du ja. Wieder im Traum. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir, Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Hä? Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen.
Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Ach, reite ich jetzt direkt hin? Nee, will ich doch nicht. Nee, okay, ich reite nicht mit. Coole Aufnahme. So, was ist denn das? Leitbrief. Ah, im Namen seiner Majestät, Hardubit, dem fünften König von Redanien, der Inhaber dieses Dokuments ist berechtigt, den Konter bei den Blockaden ungehindert zu überqueren. Ah, prima. Ich muss sonst auch noch Zeug. Immer Geldbums gibt's. So. Muss mal überlegen. Summer, was ist das? Scheithaufen. Wie gerade, also wir müssen jetzt erstmal einen Haufen Nebenquests auch noch machen. Aber das machen wir ein andermal. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.